Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen How-To-Video über die Priorisierung des Fonius Wattpilot gemeinsam mit dem Ohmpilot und dem stationären PV-Batteriespeicher. In diesem Video wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie jetzt den Fonius Wattpilot gemeinsam mit den anderen Sektorkopplungsmethoden, also Ohmpilot und Batteriespeicher, untereinander priorisieren können, um hier Ihr System auf Sie perfekt abstimmen zu können und selbst entscheiden zu können, wo die Energie wann hinfließt. Für die Priorisierung benötigen wir natürlich unsere Fonius Solar Wattpilot App, auf der wir diese Einstellungen vornehmen können. Bitte beachten Sie, wir filmen dieses Video mit der Version, mit der App-Version 1.5.0 und wenn Sie Einstellungen während der Inbetriebnahme oder auch danach verändern am Wattpilot, die Sie nicht mehr rückgängig machen können, dann können Sie den Wattpiloten jederzeit auf die Werkseinstellungen zurücksetzen mit der RFID Reset Card. Die RFID Reset Card halten Sie einfach auf die Frontseite des Gerätes und danach wird es auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie können mit den Einstellungen von vorne beginnen. Ja, im Startscreen von der Solar Wattpilot App angekommen, sehen wir jetzt hier auf der Unterseite den Punkt Einstellungen. Auf diesen Einstellungspunkt klicken wir drauf und wir sind dann auf der Frontseite unter dem Punkt Smarte Einstellungen sehen wir den Reiter Kostenoptimierung. Hier in die Kostenoptimierung klicken wir rein. Und wenn wir dann nach unten scrollen, sehen wir unten die Einstellungen für die PV-Optimierung. In einem zweiten How-To-Video haben wir Ihnen schon gezeigt, wie Sie jetzt den Wechselrichter, den PV-Überschuss aktivieren können und die Werte für den PV-Überschuss definieren wollen. In diesem Video zeigen wir Ihnen jetzt also, wie Sie die Grenzwerte für die PV-Batterie und die Grenzwerte für den Ohmpilot richtig setzen. Sie haben jetzt also zwischen diesen drei Komponenten, Fonius Wattpilot, Ohmpilot und dem stationären PV-Batteriespeicher die Möglichkeit, selbst Prioritäten festzulegen und zu definieren, wann welcher Verbraucher angesteuert wird, wer zuerst Energie bekommt und wer nachgereiht wird. Das heißt, ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben können Sie jetzt entscheiden, ist Ihnen zum Beispiel das Elektroauto wichtiger, ist Ihnen die Warmwasserbereitung mit dem Fonius Ohmpilot wichtiger oder eben der stationäre Batteriespeicher. Standardmäßig sind hier zwei Werte eingestellt. Einmal der Grenzwert für die PV-Batterie und einmal der Grenzwert für den Fonius Ohmpilot. Standardmäßig sind diese Werte auf 20% State of Charge, also SOC, gesetzt und 20 Grad Celsius Temperatur im Warmwasserspeicher. Diese Werte können Sie jetzt beliebig definieren. Das heißt, zum Beispiel in diesem ersten Beispiel sagen wir, der Wattpilot hat eine sehr hohe Priorität. Ich will dafür sorgen, dass wenn das Auto angesteckt ist, möchte ich dafür sorgen, dass der Wattpilot entsprechend Energie bekommt und das Auto damit laden kann. In dem Fall setze ich, wie zum Beispiel werkseingestellt eingestellt, den Grenzwert für die PV-Batterie auf 20% State of Charge und die Grenzwert für den Ohmpiloten auf 20 Grad Celsius. Diese zwei Werte, also diese zwei Grenzwerte, müssen jetzt also erreicht sein, bevor der Wattpilot Energie erhält zum Laden des Fahrzeuges. Das heißt, in unserem spezifischen Fall müssen jetzt hier 20% State of Charge in der stationären Batterie erreicht sein und 20 Grad Celsius vorherrschen im Warmwasserboiler des Ohmpilot. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann wird der Wattpilot entsprechend Energie bekommen, um das Fahrzeug zu laden. Bitte passen Sie auch ganz speziell darauf auf, diese Grenzwerte haben nichts mit der Entladung der Batterie, der stationären Batterie zu tun. Das heißt, wenn Sie hier 20% einstellen, bedeutet das nicht, dass der Batteriespeicher bei 20% stoppt. Wenn Sie jetzt hier im Standardmodus zum Beispiel Ihr Auto einfach mit einem fixen Amperewert laden, wird natürlich auch Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen, beziehungsweise auch, wenn der Batteriespeicher noch geladen wird, Energie aus dem Batteriespeicher. Wenn Sie das verhindern wollen, dann nehmen Sie zum Beispiel einfach den Lademode Eco-Mode und verhindern damit, dass Energie aus dem öffentlichen Netz oder eben aus dem Batteriespeicher gezogen wird. Dann wird Energie nur genommen, um zum Beispiel den PV-Überschuss damit zu decken. Dann wird der PV-Überschuss verwendet, um das Auto damit entsprechend zu laden. Die Grenzwerte, die Sie hier einstellen, die sind sozusagen für die Zuteilung der Energie, wann der Wattpilot Energie bekommt. Und in dem Fall, wenn zum Beispiel in der Früh die Sonne aufgeht, dann wird das Energiemanagement des Fonius Wechselrichters dafür sorgen, dass zuerst die Batterie auf 20% geladen wird, der Ohmpilot eine Temperatur von 20 Grad Celsius erreicht und wenn diese Bedingungen gegeben sind, dann kriegt der Wattpilot die Energie zugeteilt und kann damit das Auto laden. Ganz wichtig auch, im Zusammenhang mit diesem Energiemanagement müssen Sie die Einstellungen für die Priorisierung auch im Fonius Wechselrichter treffen. Im Webinterface des Fonius Wechselrichters haben Sie die Möglichkeit, unter dem Energiemanagement dort auch die Priorität zwischen Batteriespeicher und Ohmpilot zu setzen. Das heißt, das ist immer eine Kombination aus dem Fonius Wattpilot und aus dem Wechselrichter, hier die richtige Priorität zu setzen.
Nehmen wir also an, Ihnen ist Ihr PV-Batteriespeicher im zweiten Beispiel besonders wichtig und Sie wollen dafür vorsorgen, dass immer zuerst die stationäre PV-Batterie geladen wird. Dann gehen Sie in dem Fall im Fonius Webinterface bei der Prioritätensetzung auf den Batteriespeicher auf die Priorität Nummer 1 und danach den Fonius Unpiloten. Dann hier in der App können wir diesen Grenzwert einstellen und nehmen wir an, Sie wollen dafür vorsorgen, dass zuerst 90% State of Charge im Batteriespeicher vorherrschen und danach soll der Wattpilot Energie bekommen und der Ohmpilot ist nicht so wichtig, das heißt, wir stellen den auf eine sehr geringe Temperatur ein. Ja, mit diesem 90% State of Charge im stationären Batteriespeicher wird jetzt in der Früh dafür gesorgt, dass zuerst der stationäre Batteriespeicher aufgeladen wird. Die 10 Grad Celsius im Warmwasserboiler, die werden relativ schnell oder beziehungsweise immer erreicht sein. Das heißt, nachdem 90% State of Charge der stationären Batterie erreicht sind, bekommt dann als zweites der Wattpilot Energie, wird damit das Auto laden und wenn dann noch Energie überbleibt, dann wird die dem Fonius Unpiloten zugeteilt. Ja, in einem dritten Beispiel wollen wir jetzt also den Fonius Unpilot priorisieren und wollen dafür sorgen, dass zuerst der Unpilot Energie bekommt. Dann werden Sie hier natürlich entsprechend einen sehr hohen Grenzwert einstellen. Das heißt, wir stellen hier zum Beispiel 60 Grad Celsius ein und stellen die Batterie auf einen sehr geringen State of Charge, zum Beispiel 10% ein. Dann müssen Sie natürlich zusätzlich auch noch im Webinterface des Fonius Wechselrichters die Priorität zwischen Batterie und Unpilot ändern. Das heißt, Unpilot auf Priorität 1, Batteriespeicher auf Priorität 2. Der Wattpilot wird jetzt also warten, bis im Ohmpilot, also im Boiler, 60 Grad Celsius erreicht sind. Das heißt, es wird zuerst Warmwasser erzeugt und dann entsprechend die Energie weitergeleitet, entsprechend zuerst auf den PV-Batteriespeicher, das heißt, bis 10% State of Charge erreicht sind. Und wenn das geschehen ist, dann bekommt der Wattpilot Energie und danach wird das Auto geladen. In den meisten Fällen werden Sie wahrscheinlich eher das Auto priorisieren wollen, weil wenn das Auto schon einmal angesteckt ist und lädt, soll es natürlich auch vorrangig Energie bekommen. In dem Fall können Sie die Grenzwerte natürlich sehr gering ansetzen, wenn Sie das wollen und damit den Wattpilot auf Priorität 1 heben. Das heißt, in dem Fall wäre dann zum Beispiel Grenzwert PV-Batterie auf 10% State of Charge, das heißt ein minimaler Ladezustand in der stationären Batterie ist damit vorgesehen. Danach der Ohmpilot auf 10 Grad Celsius. Und dann entsprechend bekommt schon der Wattpilot als erster Energie und wird damit dann das Auto laden. Das heißt, Sie sehen schon, mit diesen Grenzwerten haben Sie jetzt die Möglichkeit, selber dafür zu sorgen, wann der Wattpilot bzw. die anderen beiden Verbraucher Energie bekommen, wann die zugeteilt wird vom Energiemanagement und damit selber entscheiden, wann Sie die Energie wo zuteilen wollen. Wie gesagt, beachten Sie bitte auch für die Entladung des stationären Batteriespeichers, dass hier entsprechend auf den Lademodi des Wattpiloten es drauf ankommt, ob dieser entladen wird oder nicht. Während dem Standardmod, also fixer Amperewert eingestellt und das Auto fix mit 16 Ampere zum Beispiel zu laden, kann auch dazu führen, dass Energie aus dem öffentlichen Netz bzw. aus dem stationären Batteriespeicher genommen wird, um das Auto damit zu laden. Wenn Sie verhindern wollen, dass Energie aus dem öffentlichen Netz bezogen wird oder Energie aus dem stationären Batteriespeicher genommen wird, dann bitte entsprechend den Eco-Mode bzw. den Next-Trip-Mode einstellen, um damit nur PV-Überschuss zu verwenden. Im Eco-Mode wird jetzt also verhindert, dass der stationäre Batteriespeicher oder das öffentliche Netz verwendet wird, um das Auto zu laden. Im Next-Trip-Mode wird natürlich dasselbe gemacht. Zusätzlich wird im Next-Trip-Mode aber dafür gesorgt, dass eine minimale Ladegrenze in Kilometer oder Kilowattstunden bis zu einer spezifischen Zeit erreicht sind, um hier das Auto zum Beispiel wieder fahrbereit zu machen. In dieser Zeit kann es natürlich aber auch sein, dass in dieser erzwungenen Ladung, wenn zum Beispiel nicht genug PV-Überschuss dem letzten Tag zur Verfügung gestanden ist, dass hier dann auch entsprechend Energie vom öffentlichen Netz oder vom Batteriespeicher genommen wird. Das heißt, je nach Einstellung, je nach Vorlieben bzw. je nachdem, wie Sie den Wattpiloten nutzen wollen, können Sie jetzt hier mit diesen Grenzwerten einerseits die Energiezuteilung vornehmen und dann im zweiten Schritt mit dem Eco-Mode, Next-Trip-Mode bzw. Standard-Mode selbst festlegen, wann der Wattpilot laden soll, zu welchen Bedingungen er laden soll und wo die Energie herkommt, um den Wattpiloten damit zu laden. Zu guter Letzt, wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, gehen Sie auf der rechten Seite oben noch auf den Punkt Speichern und speichern damit Ihre Einstellungen ab und sorgen damit, dass der Wattpilot diese Einstellungen übernimmt. Ich hoffe, Sie wissen jetzt, wie Sie die Prioritäten am Wattpiloten, am Ohmpiloten und natürlich am stationären Batteriespeicher vornehmen und können damit das Auto zu Ihren Bedingungen laden und den Wattpiloten perfekt auf Ihre Bedingungen anpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie gesund und fahren Sie elektrisch. Auf Wiedersehen!